Ich bin Künstler aus Berlin und weiß ganz genau, was du getan hast. Wie auch immer, heute hatte ich mal wieder Lust auf ein Spicy Bild und es hat auf jeden Fall direkt erstmal ganz gut angefangen. Sowas in die Richtung hatte ich ja schon mal gemalt, weswegen man jetzt natürlich davon ausgehen könnte, dass ich den Dreh da irgendwie raus hatte. Wie sich herausgestellt hat, hat das nur zur Hälfte gestimmt, aber jetzt mit den Mündern am Anfang lief erstmal alles nach Plan. Ich hatte mit den Mündern begonnen, weil ich wollte, dass das der realistischste Teil des Bildes wird. Dementsprechend hat das Ganze natürlich auch gedauert, aber ich finde, es hat sich dann auf jeden Fall gelohnt. Als ich mit den Mündern happy war, habe ich dann mit dem Hintergrund angefangen und da haben sich dann die ersten Probleme ergeben. Weil ich vorher noch nie einen unscharfen Goldteller gemalt habe, habe ich nicht so richtig hinbekommen, dass sich das hinten gut verläuft und deswegen habe ich erstmal mit dem Vordergrund weitergemacht. Damit ich die Spiegelung nicht zu perfekt ausarbeiten muss, aber trotzdem irgendwas habe, um den Bereich zu füllen, dachte ich mir, ich mache da wieder so Wassertropfen drüber. Weswegen ich dann natürlich auch den Blaubeeren so eine leicht feuchte Oberfläche gegeben habe. Als ich das Ganze in so einer Unschärfe verläuft, habe ich dann erstmal gemerkt, wie schwer es ist, Tropfen zu malen, die unscharf sind. Halb so wild, so liegt der Fokus wenigstens mehr auf den Lippen. Mit dem Ergebnis bin ich eigentlich ganz zufrieden und ich finde, die Blaubeeren sehen fast so verlockend aus wie du.